So, ich begrüße euch. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, vor allem auch so zahlreich. Und gleich vorab, ich habe den Chat immer im Blick. Wenn du also eine Frage hast oder etwas dich unterhalten willst nebenbei, dann kannst du das sehr gerne machen. Ich schaue mir das an. Und so, jetzt schaue ich erstmal, ob ich euch, ja, genau, die Liste habe ich auch. Falls also jemand sich auch zu Wort melden möchte, dann habe ich das auch im Blick. Ja, einen schönen guten Abend zu diesem wirklich spannenden Thema und für alle, die mich noch gar nicht kennen. Ganz kurz, meine Vita, Sonja Schmitz-Havertz ist mein Name. Ich bin Heilpraktikerin und tätig in Essen, einer Hausbesuchs- und Online-Naturheilpraxis, zusätzlich jetzt als Dozentin hier, als Referentin überhaupt. Und an meiner Vita seht ihr, dass ich schon ganz viele andere Dinge getan habe. Und dieses Thema, und das ist das, was ich gerade meinte, als ich mit ihr sprach, das ist ja so verrückt. Das wird ja entweder in den kosmetischen Bereich gelegt. Das sind dann die Kosmetiker, die machen da irgendwie was, damit es irgendwie netter aussieht. Oder es wird in den psychischen Bereich abgeschoben, so nach dem Motto, naja, dann muss man halt mal sich zusammenreißen oder was anders machen. Also es wird nicht ernst genommen, aber dass man sich da medizinisch auseinandersetzt, das macht man nur im Sinne der Liposuktion, also praktisch der Operation, wenn dann nach vielen Jahren diese Diagnose gestellt wird. Ich weiß gar nicht, warum das, was ich schon seit über 30 Jahren eigentlich mache, ich habe jetzt hier mal so einen ganz kurzen Einblick. Ja, damals hatte ich tatsächlich dunkle Haare, beziehungsweise habe sie einfach auch dunkel gefärbt. Davon habe ich mich, wie ihr seht, verabschiedet. Ich habe jetzt meine Naturhaarfarbe. Aber ihr seht daran, wie lange ich schon mit diesem Thema auch unterwegs bin. Und das ist schon 15 Jahre, nachdem ich damit angefangen habe. Ich habe also inzwischen, ja, ich möchte nicht übertreiben, aber Tausende von Frauen sind durch meine Hände gewandert und viele Schicksale durfte ich begleiten und das ist sozusagen meine Expertise, warum dieses Thema, seit ich Heilpraktikerin bin, unbedingt auch in die Heilpraktikerpraxis und auch in den medizinischen Fokus rücken sollte. Denn es geht nicht nur um die kosmetische Variante. Das gilt für die Zellulite genauso wie für Lymphödem und Lipödem. Und viele sagen ja, ja gut, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Aber das ist eben genau die Sache, dass wir hier eine Erkrankung des Bindegewebes haben. Das Bindegewebe funktioniert nicht mehr einwandfrei und dadurch verändern sich die osmotischen Verhältnisse oder auch die Verhältnisse zwischen Flüssigkeit und Stoffwechselabbauprodukten aus der Zelle und dann kommt es zu den ersten Symptomen. Und wenn die Frauen Symptome haben, dann klagen sie ja häufig über Schmerzen, reagieren auf Druck und so weiter. Und das, was sie hören oder das, was ich rückgemeldet bekommen habe von meinen Patientinnen, ist, dass man ihnen gesagt hat, na ja, du musst dich einfach mehr bewegen und weniger essen, dann wird das schon. Dass das aber absolut kontraproduktiv ist und eigentlich genau ins Gegenteil führt. Das ist Inhalt des Webinars Zellulite, Lipödem, Lymphödem, das übermorgen Abend startet. Und heute möchte ich mit einigen Vorurteilen aufräumen und euch sagen, wie gewinnbringend es ist, sich mal wirklich zu informieren und vor allem zu verstehen, was da überhaupt in unserem Körper passiert. Denn unser Körper ist perfekt. Er macht eigentlich alles perfekt. Wenn sich aber die äußeren und auch die inneren Bedingungen, wenn sich das Milieu verändert, dann reagiert der Körper auch mit Umbaumaßnahmen. Und diese
führen dann zu den ganz typischen Symptomen, die wir hier als Beispiel jetzt erstmal auch beim Lipödem haben. Wir haben Patienten, die sagen, ich weiß auch nicht, meine Beine fühlen sich so schwer an und so dick und sie tun mir einfach weh und ganz besonders, wenn es warm ist oder ganz besonders, wenn ich lange gestanden bin oder auch nur beim Sitzen schwellen sie an. Dann spüre ich in meiner Haut Knoten, dann sehe ich auf der Hautoberfläche Dellen. Das ist ja alles irgendwie erstmal, wenn es eine Zellulite ist, wird es ja als rein ästhetisches Problem abgetan. Und das ist es definitiv nicht. Genauso wenig wie eben die darauffolgenden, sich steigernden Bindegewebsstörungen, die letztendlich tatsächlich in Gefäßerkrankungen auch münden können, wenn man nicht an der passenden, an der richtigen Stelle dort die richtigen Hebel setzt. Und das gilt nicht nur, diese Symptome gelten nicht nur für die Beine. Das kann auch die Ober- oder Unterarme befallen, wobei es eher die Oberarme sind. Und dann treten Schmerzen auf. Dann gehen die Patienten zum Arzt und dann gehen sie zum Orthopäden, dann gehen sie zum Neurologen, dann werden sie also von einem Arzt zum anderen geschickt und überall erfahren sie nur, also aus unserer Sicht ist da eigentlich alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und wenn dann irgendwann nach langer Odyssee die Diagnose kommt, Lipödem, dann gibt es in der Schulmedizin leider viel zu wenig Möglichkeiten und schon gar keine ganzheitliche Behandlung. Da werde ich bestimmt gleich nochmal drauf eingehen, beziehungsweise ich kann es auch sagen, die Schulmedizin hat ja nicht viele, grundsätzlich nicht so viele Möglichkeiten. Entweder man bekommt Medikamente, die Schulmedizin ist wichtig, nicht, dass man es falsch versteht, aber die Möglichkeiten, Medikamente, Spritzen, Operationen. Und beim Lipödem ist es häufig noch die dauerhafte Kompression, weil die natürlich, das erkläre ich ja im Webinar sehr ausführlich, warum das Ganze funktioniert und warum es aber eigentlich kontraproduktiv ist. Durch Stützstrümpfe, durch Kompressionsstrümpfe, die man dann ein Leben lang tragen muss oder soll. Sagen wir es so, soll. Und die Frauen sind unglücklich, weil sie tragen das bei heißem Wetter. Sie sagen, das ist irgendwie sehr belastend für mich und das ist verständlich. Das ist verständlich, weil niemand schaut, was ist denn die Ursache und wie kann man denn die Hebel umdrehen, um das Ganze wieder rückgängig zu machen? Und das kann man und das kann man und das habe ich, wie gesagt, schon ganz oft erlebt, dass das geht. Um gleich die erste Frage zu beantworten, hier aus dem Chat, hat man bei einem Lipödem immer Schmerzen? Anfangs nicht, aber es kann sehr schnell dann zu einem Schmerz kommen. Und der Schmerz ist meistens auch das Symptom, was die Patienten dann dazu bringt, zum Arzt zu gehen. Weil Schmerzen verbinden wir immer eher mit Krankheit. Und für die Krankheit ist der Arzt zuständig. Also gehe ich zum Arzt und sage, ich habe Schmerzen, sag du mir bitte, was ich habe und tu was dagegen, dass es mir besser geht. So. Und ansonsten, wie gesagt, die Schulmedizin ist da am Ende. Und das ist natürlich die Chance für uns Ganzheitsmediziner. Ja. Und ich arbeite ganzheitlich und die Heilpraktiker arbeiten ganzheitlich. Und wenn du dich spezialisierst auf Störungen im Bindegewebe und auf diese Therapieformen, dann kannst du den Patienten so wunderbar helfen, dass diese ganzen Prozesse, die im Körper dazu geführt haben, auch wieder rückgängig gemacht werden. So. Die Symptome, richtig, so steht es hier im Chat, die Symptome werden gelindert und rückgängig gemacht. Man kann jede chronische Erkrankung, das ist ja eine chronische Erkrankung, jede chronische Erkrankung kann wieder rückgängig gemacht werden, auf jeden Fall. Denn solange sich in unserem Körper die Zellen teilen, und das tun sie, solange wir leben, ja, das muss man sich immer klar machen. Solange die Zellen sich teilen, ist eine Umkehr immer möglich. Das wissen wir aus der Wissenschaft inzwischen gesichert, dass zum Beispiel auch, um jetzt ein anderes Beispiel zu nehmen, die Muskelzelle
sich immer wieder erneuern kann und auch im hohen Alter noch neu gebildet werden kann, sodass auch die Kraft im Alter noch zunehmen kann. Und natürlich kann man auch die Bindegewebszellen so positiv beeinflussen, dass sie wieder besser funktionieren, selbstverständlich. Schauen wir uns mal an, wie die Diagnose Lipödem gestellt wird. Im ersten Stadium ist in der Regel noch keine Patientin oder Patient, es sind übrigens manchmal auch Männer, ich habe auch schon Männer erlebt mit dem Lipödem. Sehr selten, aber kommt immer mehr vor. Das ist auch kein Wunder bei unserer Lebensweise und bei der Veränderung auch der hormonellen Belastung an Lebensmitteln. Aber das geht jetzt zu sehr in die Tiefe, das bespreche ich im Webinar aber noch näher. Auf jeden Fall im ersten Stadium sieht es so aus, dass die Hautoberfläche noch relativ glatt ist, aber die Unterhaut schon verdickt und dass auch die Beine schon anfangen können zu schmerzen. Dann sieht man aber nicht unbedingt etwas. Und das ist das, was ich gerade sagte. Dann denkt der Patient, na ja, vielleicht habe ich irgendwie eine rheumatische Erkrankung, vielleicht habe ich irgendwie mich gestoßen, irgendwas ist innerlich oder ja, und dann wird geguckt und nichts festgestellt. Das zweite Stadium bereits, da ist die Hautoberfläche uneben und die Fettstruktur, also die Hautschichten, was wir im Webinar uns genau angucken, wie die Hautschichten sich aufspalten und an welcher Stelle wie dann dieser Prozess beginnt und sich fortschreitet. Da ist die Fettstruktur, die Fettschicht schon grob knotig und das ist ja auch das typische Bild der Zellulite. Ja. Jeanette fragt, also ist eine Verwässerung, Auflösung vom Lipödem ohne OP möglich? Ja. Claudia sagt, leider auch sehr junge Männer. Richtig, richtig. Das habe ich auch schon festgestellt. Immer mehr junge Menschen, was früher wirklich eine Sache war von etwas älteren Frauen, es sind immer mehr junge und junge Männer auch. Ja, richtig. Und das dritte Stadium, das ist dann in der Regel das, wo die Schulmedizin sagt, okay, jetzt versuchen wir mal bei der Krankenkasse das irgendwie durchzuboxen. Das ist ja auch immer ein Spießrutenlauf. Wenn der Patient sich dazu durchgerungen hat, sich operieren zu lassen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das so ohne weiteres und schnell geht. Das dauert. So. Das Gewebe wird dann immer härter und es können sich dann auch Fettlappen bilden. Ich habe auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich noch Bilder habe. Nee, aber im Webinar gibt es reichlich, reichlich Bilder und reichlich Erfahrungsberichte aus meiner Praxis, sodass ihr da noch versorgt werdet. Hier ist jetzt meine schematische Darstellung. Und hier habe ich euch schon mal eine Liste aufgeschrieben, wie im Prinzip die Hierarchie einer Bindegewebsstörung aussieht. Es geht los mit der Zellulite. Es kann sich dann, es gibt ja auch die Mischung, also Lipödem und Lymphödem gemischt, Lip-Lymphödem, Besenreiser können entstehen, daraus entwickeln sich Krampfadern bis letztendlich zum offenen Bein. Diese Zusammenhänge werden im Webinar auch genau beleuchtet. Und zu dem, was Susanne hier schreibt, sage ich, ja, das ist die Meinung der Schulmedizin. Genau so steht es da. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Das ist eine Sache, die man eben ganzheitlich behandeln muss. Und dann kann sich dort etwas heilend verbessern. Auf jeden Fall. Gut. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Wichtig ist zu erkennen, dass es eben nicht nur ein rein ästhetisches Problem ist, sondern dass es, wenn es weiter fortschreitet, sich in eine Gefäßerkrankung ausweiten kann. Und deswegen ist natürlich auch schon während den Anfängen auch schon wichtig zu wissen, naja gut, vielleicht bin ich ja ganz aufmerksam, wenn ich weiß, wie das entsteht und kann schon im ersten Stadium erkennen, was dort im Bindegewebe passiert.
Jede einzelne Störung, die hier aufgelistet ist, kann auch einzeln auftreten. Das ist richtig. Das muss nicht in der Reihenfolge sein, aber diese einzelnen Symptome haben einen engen Bezug zueinander. Und wenn ich das jetzt ausführen würde, dann wären wir schon mitten im Webinar, weil wir müssen uns einfach angucken, wie ist das Bindegewebe aufgebaut, Zelle zwischen Zellsubstanz, was passiert dort, was wird dort geleistet und wie entwickelt sich diese Störung im Bindegewebe. Und dann wird es auch klar. Also alle, die das Webinar besucht haben, denen ist es ganz klar, wie die Zusammenhänge sind. Das kann ich euch versprechen. Ich habe auch reichlich, wie gesagt, Bildmaterial dann dafür. Die Frage ist dann immer, wie kommt es überhaupt, dass sowas ausbricht? Das fragen sich ja die meisten. Was kann ich denn erkennen oder wo sind denn die Ursachen? Und die Ursachen sind auch schulmedizinisch wieder, steht dann da, Ursache bisher unbekannt beim Lipödem. Ja, gibt noch keine festgeschriebene Ursache. Man sagt, es gibt eine Disposition, also eine vermutete Ursache im Wechsel im Hormonhaushalt. Das heißt, das kann ja an vielen Stellen unseres Lebenslaufs passieren, sowohl in der Pubertät als auch wenn wir hormonell durch die Schwangerschaft komplett auf den Kopf gestellt sind oder eben auch wenn bei Männern hormonelle Störungen auftreten. So. Und wie ich es hier auch geschrieben habe, es dauert halt meistens über 10 Jahre oder 10 Jahre, bis überhaupt die Diagnose gestellt ist. Das ist natürlich ein Spießrutenlauf für die Betroffenen. Etwas möchte ich ganz klar vorab sagen. Ich respektiere jede Frau und jede Betroffene und auch Patientinnen und ich habe auch mit Patientinnen schon gearbeitet, die eine Liposuktion haben durchführen lassen. Und ich kann euch, hab da Fallbeispiele, was diese Frauen mir im Nachhinein gesagt haben oder wie sie aussehen. Das ist alles Thema in diesem Webinar. Die ganzheitliche Behandlung ist der einzige Weg, dass die Frauen aus dieser ganzen Geschichte mit einer gesteigerten Lebensqualität und mit einem guten Gefühl wieder rauskommen. Aber ich respektiere jede Entscheidung, die die Frau für sich trifft, weiß aber, dass die meisten Frauen diese Entscheidung treffen aus Mangel an Alternativen. Ja, das ist ganz klar. So, ich möchte mit 5 Irrtümern mal heute aufräumen. Und da habe ich es nämlich auch nochmal aufgeführt. Der erste Irrtum, Sport treiben bekämpft das Lipödem. Das ist nicht richtig. Das stimmt nicht so. Schauen wir uns das mal näher an. Weil, und das ist kein Scherz, das sagen auch viele Ärzte da, die sagen, gehen Sie doch joggen. Wenn Sie da so Probleme in den Beinen haben, dann gehen Sie doch joggen. Und genau dieses Joggen verschlimmert aber die Symptome. Weil durch dieses heftige Schütteln im Bindegewebe wird das Ganze nur noch mehr verfestigt. Dass Sport und Bewegung gesund ist, ist richtig. Die richtige Bewegung, der richtige Sport, das ist die Lösung. Nämlich kein Sport, der mit Erschütterung des Bindegewebes zusammenhängt. Also nicht joggen, nicht sprinten, keine Schnellkraftspiele, nicht Tennis oder Squash. Das ist eigentlich kontraindiziert bei Frauen und Männern mit Bindegewebsstörungen. Da muss man, um das mal vorwegzunehmen, da muss man erstmal über das Wichtigste nachdenken, nämlich über die Körperchemie. Gut. Der zweite der Irrtum, was auch immer gesagt wird, einfach weniger essen, dann wird das schon. Dann wirst du auch schlanker und dann werden die Beine dünner. Funktioniert genau so wenig. Ich habe Frauen erlebt, die haben letztendlich wirklich so wenig gegessen, dass sie
Also, dass der Körper in einem Mangelzustand war, dass der Stoffwechsel so aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass sogar die Organe schon Hilfe gerufen haben. Ja? Und am Bindegewebe hat sich nichts getan. Im Gegenteil. Am Bindegewebe kam es zu verstärkten Problemen und Schmerzen. Also das weniger Essen ist nicht die Lösung. Das Problem ist, dass die Betroffenen zu wenig essen. Dadurch entsteht nämlich ein fataler Teufelskreis. Es wird das Falsche gegessen, es wird unregelmäßig gegessen, dann wird aus Frust wieder eine Diät gemacht. Diese Diät verschlimmert das ganze Krankheitsbild. Dann wird häufig zu wenig getrunken und wenn getrunken wird, dann wieder das Falsche und auch das verstärkt wieder diese Bindegewebsstörung. Ernährung ist ein wichtiger Hebel, wenn man weiß, welche Ernährung und welche nicht und was man eigentlich meiden soll. Und es geht hier niemals um Diät. Kein Patient, der in meiner Praxis war, wo er hat eine Diät bekommen. Es ging immer um das Aufklären, welches Nahrungsmittel, welches Lebensmittel hat welche Auswirkungen auf deine Bindegewebsstörung. Ja? Herzerkrankungen haben wieder eine andere Problematik. Hier ist wieder eine andere Ernährung gefragt. Natürlich, grundsätzlich ist zum Beispiel Obst und Gemüse immer gut. Das ist klar bei allen Erkrankungen. Aber es gibt schon auch spezifische Lebensmittel, die bei unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedliche Konsequenzen oder Auswirkungen haben. Und das zu erkennen und zu wissen, welche Ernährung, auch das wird im Webinar vermittelt. Ja, Ernährung ist also ein Punkt. So, die Frage hier, ach so, hier kam noch eine Frage zur Bewegung. Auch keine Vibration, nein, auch keine Vibrationsplatte, richtig. Mit dem Lipödem oder Lymphödem oder so, die Vibrationsplatte ist da auch nicht das Richtige. Gut, dann, das ist ein ganz großes Thema, ja. Disziplin und sich nicht gehen lassen hilft. Das denken wirklich die meisten Patienten sagen zu mir, ich bin selber schuld. Ich habe anscheinend nicht genügend Disziplin. Ich halte das anscheinend nicht alles durch, was ich machen soll. Und das führt dazu, dass es sowieso keinen Sinn hat, diese ganze Hilflosigkeit. Das habe ich immer oder das empfinde ich immer als das Schlimmste. Und es gibt nichts Traurigeres als das, wenn die Patientin reinkommt und sagt, also ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keine Hoffnung mehr, dass das auf natürlichem Wege wieder weggeht. Sie sind da jetzt so meine letzte Anlaufstelle. Und das war eigentlich der häufigste Satz, der gesprochen wurde, bei den Patienten, wenn die in die Praxis kamen. Ne? Es hat nichts mit der Disziplin zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand versagt, dass jemand schwach ist. Absolut gar nicht. Im Gegenteil, die Menschen, die darunter leiden, sind starke Menschen. Das habe ich, kann ich aus Erfahrung sagen. Also von 1000 Patientinnen waren 990 Patienten starke Menschen. Aber sie wurden so verunsichert im Laufe der Jahre, dass ihr gesamtes Selbstbewusstsein und ihre Psyche gelitten hat. Ja, sie hatten ein schlechtes Gewissen, die Psyche ist beeinträchtigt, häufig kommen auch Depressionen auch dazu. Ne? Das Selbstwertgefühl geht verloren. Man traut sich nicht mehr, sich zu zeigen. Ja, ach, ich kann euch Geschichten erzählen. Also, wie gesagt, ich habe reichlich Geschichten. Ich will jetzt nur mal eine erzählen. Eine Frau, werde ich auch nie vergessen, hat mir erzählt, sie hat von ihrem Mann zum Hochzeitstag eine Reise in die Karibik geschenkt bekommen. Dann hat sie zu mir gesagt, ach Mensch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Ich will doch gar nicht am Strand da im Badeanzug oder im Bikini rumlaufen. Ich gehe auch gar nicht mehr ins Schwimmbad. Und wie soll ich denn jetzt diesen Urlaub genießen? Die war also drauf und dran, den Urlaub abzusagen oder diesen Preis oder dieses Geschenk abzulehnen, aus mangelndem Selbstwertgefühl. Das finde ich einfach ganz traurig. So. Und dann
dieser jahrelange Verzicht auf alles und vor allem, weil man eben auf alles verzichtet, weil man ja nicht weiß, was hat welche Auswirkung, dann macht man im Zweifelsfall lieber gar nichts und dann hungert man sich runter oder versucht irgendwelche Diäten, ja, Entbehrungen und dann macht man sich selber fertig und sagt, wie kann das sein? Und das ist eigentlich der schlimmste Punkt, der traurigste Punkt. Und da habe ich auch ganz viel zu erzählen. Und da sind wir gefragt, als Therapeuten, als eigentlich auch als Ärzte, meiner Meinung nach, als Berater. Ganz bestimmt kannst du da gute Dienste leisten, wenn du dich auf diesem Gebiet fort- und weiterbildest. Und das ist auch ein absolutes Vorurteil, dass die Leute denken, Lipödem, ja, das betrifft ja wohl nur die Übergewichtigen. Ist nicht richtig. Auch schlanke Frauen habe ich gehabt, die ein Lipödem hatten, weil das Lipödem ist eben keine ausschließliche Fettstoffwechselstörung. Das Lipödem ist eine Stoffwechselstörung im Bindegewebe. Und der Bindegewebsstoffwechsel ist eben komplexer, weil hier geht es zu wie in einer Großstadt mit wahnsinnig vielen Straßen. Das sind die Zwischenzellräume, wo Dinge transportiert werden hin und her. Und wenn dort etwas ins Stocken gerät oder wenn dort etwas nicht hingehört, dann kommt es wie im echten Leben auf den Straßen zum Stau. Und Stau ist das, was in unserem Körper immer zu Problemen führt. Das führt zu Schmerz, das führt zu Entzündung, das führt zu Störungen, zu mangelndem Fluss. In unserem Körper muss alles fließen. Der Körper ist ein reiner Fluss aus verschiedenen Flüssigkeiten. Wir bestehen zu 75% aus Wasser, wenn wir auf die Welt kommen. Wir haben Sekrete, die fließen müssen, Hormone müssen fließen, Lymphe muss fließen, Blut muss fließen. Und all diese Dinge kommen zum Erliegen, sobald dieses ganze System, stellt euch wie gesagt eine Großstadt vor mit ganz vielen Straßen und Autos fahren und LKWs und Busse, und sobald irgendwo was in Stocken gerät, betrifft es die ganze Stadt und alles kommt und gerät durcheinander. So kann man sich das vielleicht so als Laie vorstellen. Wenn du Heilpraktiker bist, dann weißt du, dann kennst du ja die Physiologie des Bindegewebes. Von daher ist das jetzt einfach nur mal so eine Erzählung. Gut. Und dann eben das, was ich schon eingangs gesagt habe. Die Liposuktion ist das Einzige, was hilft. Glauben die Frauen, sind sie von überzeugt und kämpfen dann. Ich weiß, es gibt Selbsthilfegruppen. Es gibt Gruppen, die sich zusammentun, die sich gegenseitig stützen, unterstützen. Und das finde ich auch wichtig und das finde ich auch richtig. Und deswegen nochmal, wenn eine Frau sich dazu entschließt, dann würde ich ihr das niemals vorwerfen und sagen, um Gottes Willen, sondern ich würde immer sagen, das passiert bei einer Liposuktion und vor allem das passiert nach der OP. Denn das eine muss uns klar sein. Eine Operation, und das ist eine allgemeingültige Aussage in der Medizin, eine Operation hat noch nie die Ursache bekämpft. Ja? Eine Operation ist immer eine Notmaßnahme und bringt immer Probleme mit sich. Eine Operation zerstört Lymphgefäße. Eine Operation zerstört Blutgefäße, feine Kapillaren, Nervenstränge, Faszien. Faszien sind übrigens Bindegewebe. Also auch hier der Zusammenhang von Bindegewebe ist vielschichtig. Unterschiedliche Bindegewebsarten haben wir, die wir uns anschauen können. Ein so spannendes Thema, was ich euch einfach mitgeben möchte. Und das sind diese fünf Irrtümer, die ich euch heute vorstellen wollte, die die meisten so abgespeichert haben, wo ich euch sage, das ist nicht so. Und dann weiß ich eben von vielen, dass sie unglaublichen Spießrutenlauf mit den Krankenkassen haben und dass es eben keine Heilung gibt.
sondern dass nach der Operation andere Probleme auftreten und die sind nicht besser als das eigentliche Problem, was vorher da war. Ja. Die Erfahrungsberichte aus der Praxis kann ich, die bekommt ihr auch. Ihr werdet in dem Webinar übrigens komplett ausgestattet. Es gibt insgesamt, also es gibt nicht das Mittel. Es gibt nicht das eine Mittel. Es gibt auch nicht die eine Creme. Ja, was auch viele denken. Zellulite-Creme. Meine Güte, was wird da Geld gemacht und wie viel Unsinn habe ich schon gelesen zum Thema Zellulite? Und wenn man sich, wie ich, jetzt über 30, 35 Jahre schon mit diesem Thema beschäftigt und glaubt mir, ich verfolge das immer sehr genau, was sich da Neues tut, was da zum Teil erzählt wird, eine Creme, die außen aufgetragen wird, kann niemals eine Zellulite oder ein Lipödem oder ein Lymphödem irgendwie beeinflussen. Ja, es ist so, dass wir die Naturgesetze unseres Körpers beachten müssen. Und eins meiner wichtigsten Naturgesetze, die ich auch weitergebe, ist, dass der Körper immer, groß und fett geschrieben, immer von innen nach außen heilt und nicht umgekehrt. Du kannst dir von außen draufschmieren, was du willst. Von innen nach außen heilt der Körper. Wenn sich außen ein Symptom zeigt, ein Hautsymptom, ein Ekzem, ein Pickel, eine Rötung, eine Neurodermitis, eine Schuppenflechte, dann kannst du natürlich cremen mit Cortison und allem und drückst das ganze Problem wieder in den Körper rein. Du wirst nie zur Heilung kommen. Wenn du aber ganzheitliche Therapeuten findest oder Heilpraktiker findest, die den Körper und dich so anleiten, dass die Heilung von innen nach außen funktioniert, dann, nur dann, geht man den Weg der Heilung. Die Heilung ist aber auch ein ganz individueller Prozess, weil bei jedem Patienten die Ursachen schwerpunktmäßig in einem anderen Bereich liegen. Für mich und für die Arbeit mit den Patienten habe ich gespürt, dass das Allerwichtigste die Aufklärung ist. Wenn ich über meinen Körper Bescheid weiß, dann weiß ich, welche Hebel ich betätigen muss. Und das bezieht sich auch wieder auf alle Krankheiten. Da rede ich jetzt nicht nur vom Lipödem, da rede ich von allen Zivilisationskrankheiten, die uns heute das Leben schwer machen. Wenn ich verstehe, warum das in meinem Körper passiert, dann kann ich den Weg zurückgehen. Übrigens, für die, die es interessiert, und das ich weiß, die meisten sagen, ja, aber ich will wissen, wie lange dauert das denn? Ja? Ich kann euch da eine Roundabout-Formel an die Hand geben. Für 10 Jahre, die du in deinem Leben in die falsche Richtung gegangen bist. Ich will es mal so formulieren. Nicht bewusst, natürlich nie bewusst. Oder die dein Körper aushalten musste in einem falschen Milieu. Für 10 Jahre benötigt er ein Jahr, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du schon älter bist, und hast vielleicht schon 20 Jahre oder 30 Jahre mit diesem Problem hinter dir, dann hast du entsprechend 2 oder 3 Jahre Arbeit vor dir. Und das ist immer in dem Fall, wenn du die Hebel, die möglich sind, konsequent weiter betreibst. Ne? Versteht man die Entstehung, versteht man auch, wie es rückwärts geht. Und das ist das, was ich vermittle seit vielen, vielen Jahren übrigens. Und ich kenne immer noch und ich habe immer noch Kontakt zu vielen, die dieses kleine, das ist ja ein kleines Webinar, ja, ein kleines Webinar gemacht haben und die das dann mit ihren eigenen Kompetenzen verbunden haben. Da sind die Kosmetiker natürlich, die sagen, mein Gott, ist es ja toll, dass ich jetzt einen ganzheitlichen ein Konzept habe. Ihr bekommt auch die Konzepte mit für eure Beraterpraxis, die Therapiekonzepte oder auch für die Heilpraktikerpraxis und natürlich auch für deine Selbstanwendung, wenn du selber betroffen bist. Und
Die Heilpraktiker, die sagen, ja, das ist ein tolles Thema. Ich arbeite sowieso viel im Bereich mit Bewegungsapparat oder ich merke selber, dass die Patienten immer mehr zu mir kommen mit diesen Bindegewebsstörungen. Ist doch toll, wenn ich da weiß, was ist zu tun und wie gehe ich das Ganze an? Oder eben auch die Berater, die jetzt ja keine Krankheit heilen können, aber die zumindest aufklären können, beraten können und sagen können, wie ist es denn dazu gekommen? Das ist ja immer eine Möglichkeit. Ja. Also das Webinar ist für Berater, das Webinar ist für Selbstanwender, für Heilpraktiker und für alle, die heute Abend hier live bei diesem Vortrag dabei sind. Die bekommen, wenn sie sich bis morgen Abend 24 Uhr anmelden, noch einen Rabatt von 10%. Das ist also das Schmankerl, was ich noch für euch heute Abend mitgebracht habe. Und ja, jetzt, das ist ein bisschen Werbung für zu den anderen. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Ja, ich bin gerne für euch da. Übrigens, das Thema Bindegewebe ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber auch für die, die sagen, mein Gott, ich habe jetzt überhaupt noch gar keine Ahnung. Und Bindegewebe habe ich eigentlich auch noch nie was mit zu tun gehabt. Bitte macht euch keine Sorgen. Wir fangen wirklich ganz von vorne an. Ich erkläre euch, wie es ist aufgebaut. Ja? Das Webinar wird aufgezeichnet. Du musst nicht live dabei sein. Das ist mittwochs abends von 19 bis 20:30 Uhr. Wenn du live dabei bist, oh schön. Wenn nicht, dann schaust du dir jetzt Aufzeichnung an. Das ist überhaupt kein Problem. Wer in meinem Webinar ist, der ist automatisch mit mir vernetzt und darf mich jederzeit auch anschreiben, darf mich um Rat fragen, darf auch später, wenn er selber vielleicht in die Praxis gehen möchte, sich mit mir vernetzen. Da freue ich mich immer drauf. Ja. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Das ist jetzt. Ich schau mal eben, ob da noch Fragen dabei sind. Dann werde ich mich, ich bedanke mich für das nette Feedback. Ich werde mich jetzt verabschieden und sage schönen Abend noch.